Meine Damen und Herren, ich habe auch Abonnenten, die mal wirklich sinnlose Scheiße schreiben. Wie oft die Story, dass jetzt schon Weihnachtszeit ist, was es auch ist, mit der Antwort, na Bro, nicht mal Oktober und Weihnachtszeit beginnt ab November. Und was reimt sich auf November? Ich habe einen Samenspender, kleiner Freestyle und dann gibt er sich noch eine Medaille dafür. Wir alle machen Quatsch. Guckt meine Videos. Ich habe an jeder Stelle mal Quatsch. Ja, Wladimir Putin, mein Bester. Was war denn da los? Ohne Kontext. Stell dir vor, deine Mom läuft an deinem Zimmer vorbei. Aber wir haben auch eine normale Seite und die lassen wir oft genug raus. TikTok allerdings hat diese Seiten ganz selten. Also unter dem ganzen Müll bei TikTok gibt es richtig geile TikToks, die man sich wirklich reinziehen kann, die wirklich was bringen. Also es hat eine unfassbare Kraft, diese Plattform. Aber heute beschäftigen wir uns einfach mal mit dem Müll und sind wie dieser Typ in Indien, der da so liegt und einfach die Menge anschaut von weitem und einfach sein Leben chillt. Das sind wir heute. Wir lachen einfach. Was ist die Hauptstadt von Deutschland? Hamburg, ich weiß es nicht. Das ist nicht mal gestellt, das ist echt. Das zeigt halt das Niveau. Und ihr denkt, ja, das sind ja nur die Leute im Video. Top-Kommentar ist Berlin, oder nicht? 211 Likes. Ich dachte, es wäre Berlin. 496 Likes. Ich dachte Berlin, hahaha. 1478 Likes. Aber das war nur ein Appetizer. Das war so ein kleines Häppchen, was man sich reinschiebt. Und dann isst. Yo, okay, sorry, das war nicht das. Leute, ich hatte noch irgendwo ein anderes. Aber warte, der Typ hier hat auf seiner Seite noch viel mehr Umfragen. Wie viele Sekunden hat eine Minute? 24. Na dran, rate mal nochmal. 160. Ist es? Der TikToker selber, der ja nicht dumm ist, schafft es nicht, sein Mic einzustellen. Macht irgendwie 7000 TikToks und hat doch nicht einmal gute Tonqualität gehabt. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Format. Wir sind hier mit. Das war erst der Anfang, es wird noch schlimmer, wirklich. Wisst ihr, was richtig schlimm ist? Jedes Mal, wenn ich backe, werde ich einfach nur daran erinnert, wie schlecht ich darin eigentlich bin. Auf jeden Fall dachte ich, heute muss ich es aber trotzdem mal wieder versuchen, weil wenn man in etwas nicht gut ist, dann darf man nicht aufgeben, okay? Ich habe deswegen heute Cookies gebacken. Heftig Double Time ziehen, man könnte einfach einen Rap-Text draus machen. Heute muss ich es aber trotzdem mal wieder versuchen, weil wenn man in etwas nicht gut ist, dann darf man nicht aufgeben, okay? Was hat die Dame denn noch so auf ihrer Seite? Das hier. Ich erzähle euch jetzt wieder von meinem persönlichen X-Bei-Typen und ich betone persönlich, okay, das sind meine, nicht deine, sondern meine. Ich finde es zum Beispiel richtig unnötig, wenn Typen so behaupten, oh mein Gott, du trägst so viel Make-up. Oder wenn sie sagen, oh mein Gott, mit Make-up siehst du aber komplett anders aus als ohne Make-up. Was zur Hölle macht sie alles auf ihr Gesicht drauf? Nicht mal Leute mit Verbrennungen müssen sich so behandeln. Richtig großer Ick sind auch einfach bei mir Anmachsprüche, die so schlimm sind. Tut mir leid, ich habe noch nie einen guten gehört. Und meistens sind die auch einfach so. Was macht sie gerade rauf? Einfach die Jungs, die sie umgebracht hat und deren DNA in so einer Lösung, die sie sich so rauf macht. Oder was ich auch einfach richtig komisch finde, ist, wenn Jungs vor einem sexistische Witze machen. Ja, klar, dass sie sagt, Weiber. Das war ein Witz, versteht ihr, weil. Gut. Ich denke mir so, Junge, ich stehe vor. Oh, wenn du fängst so an, sich zu verprügeln. Das habe ich aber richtig häufig gesehen, dass die irgendwie so 7000 Produkte haben, während die was erzählen. Hallo, liebe Leute, heute rede ich über meine schlimmsten X bei Frau. Am allerschlimmsten ist es wirklich. Hier ist gar nichts mehr drin. Ist es wirklich, wenn sie auf der Handelbank keine 100 Kilo drückt? Ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie finde ich das richtig sexy, wenn Frauen so richtig viel Muskeln haben und mehr wiegen als ich. Dementsprechend finde ich das auch richtig gut, wenn Frauen so richtig viel essen. Am besten mehr als ich. Also, wenn man bei McDonalds ist, am besten so richtig viele Burger reinpfeifen. Was ich auch gut finde, ist, wenn sie den Undertaker kennen. Ich muss wirklich einfach nur sehen, dass der Junge sich ein bisschen Mühe gibt oder wenigstens nicht komplett auf die Schule scheißt, weil ganz ehrlich, wenn du schon die Schule nicht ernst nimmst, was nimmst du dann in dein... Minecraft. Das ist die Antwort. Minecraft. Meine Frage an dich wäre, darf deine Freundin einen besten Freund haben? Wunder, nein. Wie süß er da steht. Ich wusste gar nicht, dass so viele Leute in Istanbul Deutsch sprechen. Das war jetzt ein rassistischer Witz. Wir haben alles abgedeckt in diesem Video. Starke Worte, Bruder. Meine Frage an dich ist, wie teuer war dein Outfit gewesen? Fuck, was ist das für ein Format? Er hat eine Frage gestellt, wir denken, es geht darum und auf einmal kommt eine ganz andere Frage. Er redet im Plusquamperfekt. Es ist ein süßes Video, man kann gar nicht sauer sein. Weißt du, kennt ihr Udo Lindenberg? Nur ein bisschen. Aber auf jeden Fall, Udo Lindenberg hat mich tatsächlich auf Instagram angeschrieben. Krass. Also sein Team. Und das Ding ist erst 32. Ah. Wow! Der arme Taxifahrer, wirklich, der hält die ganze Zeit die Fresse. Ich glaube, innerlich kocht er einfach gerade. Aber auf jeden Fall, Udo Lindenberg hat mich tatsächlich auf Instagram angeschrieben. Krass. Also sein Team. Und die meinten halt so, ey... Könnt ihr bitte einfach mal die Fresse halten, Mann! Warum? Weil ihr seit 10 Minuten so redet! Lasst uns doch einfach fahren, Mann! Ich will hier arbeiten, ihr wollt nach Hause, haltet die Fresse hier! 6, bevor wir ein Baby hatten. Es wird übel lang dauern. 2 Stunden später. Ja. 6, seitdem wir ein Baby haben. Es wird unterbrochen. 1 Minute später. Ja.
Warum benutzt auch jeder dieses Monkeys-Lied? Dancing with Monkeys oder irgendwie sowas heißt es. Jeder TikToker benutzt das gleiche Lied. Und 283.000 Menschen gefällt das. 2 Stunden? Krass! Hast du eine Frage an deinen Freund, die du schon immer die Wahrheit wissen wolltest? Ja, gibt's eine Sache, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir darüber reden. Gut, weiter geht's. Okay, POV, du bist eine Spielerfrau. Was waren deine Expectations? Was hat sie erwartet? Sie ist nicht mit Mbappé zusammen, sondern mit einem Typen in der Kreisliga, vielleicht Bezirksliga. An der einen Stelle denkt ihr Freund auch so, was machst du hier eigentlich? Ich will mit meinen Jungs einfach noch ein Bierchen trinken. Wie ist denn der Kreisliga? Ein Top-Kommentar, Kreisliga auf die Eins. Aber übrigens, für alle, die ihre Arbeit wertgeschätzt sehen auf YouTube und Twitch, das Ding hat 2 Millionen Aufrufe. Gut, wir gehen einfach ins nächste. Wenn ich was Einfaches, Schnelles und vor allem Gesundes zum Essen haben möchte, dann esse ich in letzter Zeit jeden Tag dasselbe. Und das allererste, was wir brauchen, ist Körniger Frischkäse. Das ist ein guter Anfang. Körniger Frischkäse, geiles Lebensmittel. Dann wird's hier ganz verrückt. Komplett roher Brokkoli. Roh ist viel, viel gesünder. Gurke, Karotte. Radieschen liebe ich jetzt ja nicht so, aber muss dazu. Dann immer noch eine Frucht dazu. Schmeckt tatsächlich so gut. Ersetzt das einfach mit irgendeinem Snack, den ihr jeden Tag esst. Und dann ist das mega. Das Rezept für den Snack ist Körnigen Frischkäse auf den Teller, Rohkost und reindippen. Das soll einen Snack ersetzen. Welchen Snack? Sand ist das, was es ersetzen soll? Steine? Kann man das Essen nennen? Danach habe ich mir vorgenommen, Homeworkouts zu machen. Deswegen habe ich mir so einen kleinen Protein-Drink gemacht. Danach habe ich überlegt, Liegestütze zu machen. Herzlich willkommen zum Part 2 von dem Riesen-Temo-Hall. Ich wollte ja auch mein Schminktisch ein bisschen umstellen und deswegen habe ich mir... Auch gegen sie kann man nichts haben. Sie chillt nur und zeigt, was sie sich gekauft hat. Aber es ist zu witzig. Diese eine Sekunde, die einfach nichts passiert, weil sie immer an ihrem Handy Stopp drückt. Part 2 von dem Riesen-Temo-Hall. Ich wollte ja auch mein Stellt euch sowas mal als YouTube-Video vor. Ich finde, das neue Headset sitzt eigentlich relativ gut. Ich habe jetzt schon ein paar Tage damit rumgetan. Komm, einmal noch. Sehen. Ich habe viel zu viel Spaß daran. Ist dein Klopapier durchgerissen? Ist deine Hand jetzt angeschissen? Und das fuckt mich an TikTok ab. Leute kopieren den Content von anderen. Es ist gigantischer Content-Diebstahl und niemand sagt was und niemand unternimmt was dagegen. Der macht einfach das Englischsprachige in viel schlechter. Die Quali ist kacke, unten ist es falsch geschnitten, ist komplett unscharf und der Spruch ist, als hätte es ein 7-Jähriger geschrieben. Ich zeige euch mal das Original, okay? Some girls are crazy, it is true. Viel bessere Quali, viel bessere Stimme. Es wird auch immer schlecht nachgemacht. Warum muss man im Deutschen immer direkt reinscheißen? Und dann der Kommentar von Even. Ich, der gerade am Kacken bin, mit 1207 Likes. Kackst du in die Badehose? Och, ne. Hast du beim Baden braune Soße? Intimitätsübung. Herz-zu-Herz-Umarmung. Macht euren Lieblingssong an und umarmt euch. Okay, warte. So, die Kamera steht. Jetzt setz dich einfach auf mich, als würden wir es... Ich meine, die tun ja niemandem was und das ist wirklich nicht schlimm. Und wir nehmen das alles hier einfach auf die leichte Schulter. Aber das sieht schon verdammt weird aus. Wer stellt die Kamera auf, setzt sich auf den Boden und macht das? Boah, macht mal den Lieblingssong an. Stellt euch mal den komplett falschen Song für sowas. Waschpakete in der Wandtapete, hau die Axtmachete in die Schmuckvitrine. Wir klären heute ein für alle Mal, welches das beste Spiel ist. Alles ist besser als Fortnite. Wow, Bro, chill, Fortnite ist das Beste. Nein, Minecraft! Ihr vergesst GTA. Okay, nee, ich kann nicht. Das ist ja so unfassbar. Mensch, das kann man sich nicht geben. Das ist Sassy Gray! Sassy! Es reicht für 343.000 Likes, nicht Views, Likes. Das Ding ist, das haben sie natürlich auch von YouTubern nachgemacht. Die haben es aber gut gemacht. Guck mal, die haben so einen Fake Justin Bieber geholt, Fake Security, Fake Paparazzis. Und dann sind sie rausgegangen und das ist die Reaktion, die eigentlich kommen sollte. Das ist die deutsche Version nochmal. Sassy, keine Fake Picture! Please, keine Fake Picture! Aber ist gut genug für TikTok. Da laufen nur ihre Freunde hinterher, sonst niemand. Was guckst du so? Das ist kein Blut, das sieht nur so aus. Ah, da haben wir wieder ein von 2 Beats, die jeder TikToker benutzt. Voll cool. Ah, ich hab mich voll an meiner Schere geschnitten. Aua, das blutet. Ich muss aufs Klo! Ratet mal die Like-Zahl. Ratet sie einfach. 335.000.
Ja, man darf alles nicht zu ernst nehmen, Leute. Es ist halt, TikTok ist eine eigene Welt. Man muss sich durch den ganzen Müll durchwühlen, um an richtig geile Top-Tier-TikToks zu kommen. Ich zeig euch mal was, okay? Yo, I have a question. Ask a question. You should. Answer, I will. Do you support racism? Yeah. Am Ende ist und bleibt Humor Geschmackssache. Nimmt das ganze Video nicht zu ernst. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und unterhalten. Im Endeffekt wollen wir alle nur ein bisschen mehr lachen. Und ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bis dahin. Hau!